Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz. Prego. Caro Sindaco, caro Romano Franchi, caro Francesco Pirini, e Gianluca Lucarini. Vada, segue a ich stehe heute nicht als Präsident des Europäischen Parlaments vor Ihnen. Ich stehe auch als ein Deutscher vor Ihnen, der angesichts der Brutalität und Unmenschlichkeit, die von Deutschen hier verübt worden sind, von Morden ungeahnten Ausmaßes, ich bin tief erschüttert und ich bin beschämt. Oggi mi trovo qui di fronte a voi non solo come Presidente del Parlamento Europeo, ma anche come tedesco, che di fronte ai crimini commessi, di fronte alla brutalità e alla crudeltà dei tedeschi, sono profondamente sconvolto e confuso. Es ist schwer, die richtigen Worte für meine Gefühle und für meine Trauer zu finden. È difficile trovare le parole giuste per esprimere i miei sentimenti e il mio cordoglio. Am 29. September 1944 verübten Schergen der SS hier in Marsabotto ein Massaker an der Zivilbevölkerung, das sicher eines der schlimmsten Verbrechen des Zweiten Weltkrieges ist. Il 29 settembre del 1944 commisero gli scheri degli SS qui a Marsabotto un massacro brutale della popolazione civile che sicuramente era uno dei crimini di guerra peggiore della Seconda Guerra Mondiale. Wir kennen alle diese Geschichten. Wir haben sie alle unzählige Male gehört. Und immer wieder ist es trotzdem sehr schwer zu ertragen, wenn man die Worte hört. Die Division, das Reich, für mich die größte Schande, die es für mein Land je gegeben hat. Ermordete grausam 800 Menschen, Frauen, Kinder, Alte, ohne Gnade. Conosciamo tutti questa storia, l'abbiamo sentita tante volte ed è sempre difficile risentire queste parole, che è una divisione del Reich, che è una vergogna enorme, ha assassinato crudelmente 800 persone, donne, bambini ed anziani. Man kann sich diese Grausamkeit nicht vorstellen. Sie warfen Handgranaten in Häuser, sie warfen Handgranaten in Kirchen, in denen sich Kinder versteckt hielten. Die wenigen Überlebenden entkamen dem Tod, weil sie unter Leichen versteckt und begraben lagen und sich nur so retten konnten. Ihr Leid entzieht sich unserer Vorstellungskraft. È inimmaginabile questa crudeltà con la quale questi uomini ruppero nelle case, nelle scuole, nelle chiese, fucilavano le loro vittime, lanciavano bombe a mano in chiese e incendiavano incendiavano le chiese. I pochi superstiti potevano salvarsi dalla morte perché erano sepolti sotto cumuli di cadaveri o potevano nascondersi. La loro sofferenza va al di là della nostra immaginazione. Sicher, die heutigen Deutschen tragen keine Schuld an diesem Verbrechen, aber wir, die heutigen Deutschen, wir tragen eine große Verantwortung. Eine Verantwortung dafür, dass die Erinnerung wach bleibt, dass es nicht vergessen wird, was im Namen meiner Nation geschehen ist. I tedeschi di oggi
non hanno una colpa personale per questi crimini, ma hanno una grande responsabilità, la responsabilità di mantenere viva la memoria e che questi crimini tremendi commessi a nome della mia nazione non vengano mai dimenticati. Ich bin hier, um der Opfer zu gedenken. Ich bin aber auch hier, um Ihnen zu danken, dass Sie dazu beitragen, dass diese Opfer nicht vergessen werden. Sono qui per ricordare queste vittime e per ricordare il loro dolore incommensurabile, ma sono qui anche per ringraziare voi che avete mantenuto vivo il ricordo di queste vittime. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, meine Damen und Herren, aber natürlich ist es eine emotionale Aufwühlung, wenn man die Nationalhymne hört, wenn man die Europahymne hört, wenn man den Choral im Gedenken an die Toten hört. Aber es ist genauso aufwühlend und emotional, wenn man die jungen Mädchen und Jungs hier sieht, die den Vortrag über die Begegnung in Starnberg vorgetragen haben. Das Leid wühlt auf, aber die Freude blüht auch auf. Es ist ein Zwiespalt der Gefühle zwischen Trauer und Hoffnung. Non so come lo vedete voi, ma io penso che le emozioni sono sempre fortissime quando si sentono l'inno nazionale, l'inno europeo o il coro in memoria ai morti. Ma è anche un'emozione molto forte sentire le ragazze e i ragazzi che hanno adesso presentato il loro incontro con la scuola di Starnberg. E qui abbiamo un contrasto tra il dolore da un lato, ma anche la gioia dall'altra parte. Deshalb sage ich jetzt hier, Salvatore, prossima tappa, das Buch. Masarotto, meine Damen und Herren, ist ein Symbol dieser elendigen, verbrecherischen Nazi-Diktatur. Aber Masarotto ist auch ein Symbol der Vergebung und der gemeinsamen Verantwortung für die Zukunft. Masarotto, signore e signori, è un simbolo per la dittatura brutale dei nazisti, ma è anche un ricordo, è un simbolo per il perdono e per la responsabilità in comune per il futuro. Ich bin der Sohn eines Wehrmachtssoldaten. Mein Vater war ein Teil der Armee, die durch ganz Europa zog und ungeahnte Verwüstungen über Europa gebracht hat. Mein Vater war kein Kriegsverbrecher, aber er war ein Soldat dieser Armee. Und dass ich, sein Sohn, 6 Jahrzehnte nach diesem Krieg als Präsident einer multinationalen Völkerversammlung hier vor Ihnen sprechen darf, dass ein deutscher Sohn eines deutschen Soldaten heute alle europäischen Völker repräsentieren darf, das ist nicht selbstverständlich. Das ist auch heute noch das, was wir immer im Kopf haben müssen, das ist Europa. Io sono il figlio di un soldato della Wehrmacht. Mio padre faceva parte delle forze armate che hanno seminato devastazioni inimmaginabili attraverso l'Europa. E oggi un figlio tedesco di un soldato tedesco può essere qui come rappresentante di un'assemblea dei popoli multinazionale. E poter parlare davanti a voi non è una cosa ovvia, questa è l'Europa.
der Kriegsgeneration. Es waren Leute wie De Gasperi und Adenauer, Sandro Pertini, der eben erwähnt worden ist, und Willy Brandt. Das waren Männer und Frauen, die den Ersten Weltkrieg erlebt hatten, die den Zweiten Weltkrieg erlebt hatten und die unvorstellbarerweise nicht den Hass perpetuiert haben, sondern die Versöhnung. Das ist ein historisches Geschenk. Europa ist ein historisches Geschenk dieser Generation und deshalb müssen wir unser Europa verteidigen. Noi dobbiamo la nostra Europa alla generazione della guerra. Dobbiamo a uomini di Stato italiani e tedeschi come Alcide, De Gasperi, Adenauer, Sandro Pertini, che è stato appena menzionato, e Willy Brandt. Ed è una cosa forse incredibile, perché sono uomini e donne che hanno vissuto la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale e che non abbiano perpetuato l'odio, ma hanno seminato la riconciliazione. Questo è un grandissimo regalo che abbiamo ricevuto in Europa e che dobbiamo mantenere. Aber meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen eins sagen, wir haben die Strukturen geändert. Der Krieg ist heute zwischen unseren Völkern nicht mehr denkbar. Aber wir haben nicht die Menschen geändert. Die Dämonen des 20. Jahrhunderts, der Hass, der Rassismus, die Verachtung von Minderheiten, der Großmachtwahn, der territoriale Anspruch, die Herrenrassenideologie, das alles existiert. Das ist alles immer da. Wir haben es gebannt, aber wir haben es nicht besiegt. Deshalb muss der Frieden jeden Tag neu gesichert werden. Jeden Tag neu. Das ist unsere Aufgabe der Politikerinnen und Politiker im 21. Jahrhundert. Abbiamo cambiato le strutture, ma non abbiamo cambiato le persone, perché oggi, come allora, ancora vivono sia l'odio che il razzismo, che il disprezzo per le minoranze, la follia di grandezza, il pensare di dominare, di ottenere territori altrui. Tutto ciò esiste ancora, l'abbiamo allontanato, ma non l'abbiamo vinto. Per cui dobbiamo riconquistare la pace giorno per giorno. Ich bin mir dieser Verantwortung bewusst, das ist mein Job. Das ist mein Job als Präsident des Europaparlaments. Das ist mein Job als Deutscher. Das ist mein Job als Europäer. Sono conscio di questa mia responsabilità perché questo è anche il mio lavoro come parlamentare del Parlamento europeo, come tedesco e come uomo europeo. Caro amici, il mio primo viaggio ufficiale come presidente mi ha portato in questo meraviglioso paese. Una visita a Masabotta doveva far parte del mio programma. Lo sento come un dovere morale. E permettetemi di aggiungere una cosa personale. Dopo tutto ciò che è successo, è un miracolo. È un miracolo. Essere accolto come un amico. Per questo regalo, per me è un regalo, per questo regalo vi sarò
grato tutta la mia vita. Grazie.